Hallo und willkommen zurück bei The Lost Crown. Das ist jetzt ein Weilchen her, dass wir dieses Spiel gespielt haben. Ja, ich glaube ein paar Tage. Ich habe jeden neuen Beweis zur Sammlung hinzugefügt. Okay. Aha. Vorwärts. Okay, gut. Und hier? Gut, gut. So, was ist unsere Aufgabe? Aha. Okay, hä? Polizeinotruf und... Ja, ein Artefakt, aber von wem haben wir? Ja, ich glaube, ich weiß. Okay, wir müssen zum Loch, wo das Museum ist. Glaube ich. Was sagt unsere To-Do-Liste? Mein Besuch in der Kirche von Norfield hat viele Fragen beantwortet, aber noch mehr aufgeworfen. Es gibt eine Verbindung zwischen der Familie Eger und der Krone. Was hatten sie zu verstecken? Was war ihr Geheimnis? Bestimmt finde ich im Museum ein paar Hinweise. Es wird Zeit für ein paar Nachforschungen und dann einen Abstecher zu Ninoa zum Tee. Wird das ein Nachmittag? Die Identität der Spukgestalt von Sachsen und Umgebung aufdecken. Auf den Bezug auf A. Ah, ich sollte richtig lesen. Auf wen bezog sich Thomas Eger in seinem Tagebuch? Hat er ihn irgendwie verletzt? Wen stellt die Statue in der Kirche von Northfield dar? Wem gehört das Harbord Cottage vor dem Mankless? Wieso sollten sie dort herumspuken? Wer war der Schmugglers Beiweg? Spukt er in der Höhle von Sachsen? Und wieso? Bei Nini nur zum Tee vorbeischauen. Ich muss ihr die Beerdigungspläne für Donnerstag geben. Okay, gut, das wissen wir. Ins Bett? Können wir ins Bett? Okay, Moment. Okay. Wir können nicht mehr zurück. Okay, da macht es keinen Unterschied. Und hier? Da ist auch nichts Neues. Etwas Neues? Oder gar Verblüffendes? Okay, wir brauchen immerhin noch den Schlüssel. Das ist nicht richtig. Ja, ja. Ah, diese Geräusche. Immer noch widerlich, aber sonst ist hier nichts. Gut, dann ab aufs Bett und schlafen. So. Machen. Ist jemand hier gewesen? Was macht die Schere hier? Okay, zweite Nacht. Rückkehr zum Carrionwald. Ich sollte nochmal in den Carrionwald und zur Kirche von Northfield gehen. Ich darf nicht vergessen, was Catherine
Carwell und Nanny Noah über die Schienen gesagt haben. Was für ein seltsames Objekt hat mir die alte Frau da gegeben? Ein Schutzamulett? Ein Abbild? Oder bloß so ein Esoterik-Quatsch? Beim Erkunden von den Schienen in Acht nehmen. Vor den Schienen in Acht nehmen. Mit Bob Towney im Bier treffen. Bears treffen. Er meinte, er hätte etwas für mich. Wenn möglich, weitere übernatürliche Aktivitäten im Hubbard Cottage beobachten. Geisterjagd in Northfield. Spukt Nicholas Garney dort? Besitzen die Eiger-Brüder noch immer irgendeine Macht über die Kirche oder den Friedhof? Ich glaube, ja, die Krähen. Was macht die hier? Zurück. Warum hat er die hier reingerammt? Okay, wir können es aber nicht ansehen. Aber wir können wieder... Was war das für ein Geräusch? Das klang... Okay, schau mal aus dem Fenster. Okay, das war nichts. Ich nehme an, es war unten bei der Tür. Da ist etwas. Vielleicht hilft ein anderer Apparat. Okay, die Videokamera. Ich sehe bis jetzt nichts. Okay. Vielleicht sollte ich einen anderen Apparat ausprobieren. Okay, mach ein Foto. Da, ein Seil. Gut. Aber okay. Was war das für ein Geräusch? Das klingt wie Klopfen. Noch nicht. Es gibt noch etwas zu untersuchen. Okay, dann untersuchen wir mal die Gegend. Okay. Zuerst möchte ich wissen, wer oder was dort drin ist. Hier. Ich kann da drin niemanden sehen, aber ist es sicher? Er wusste es. Was zur Hölle ist das? Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ah, jetzt sind die Haare hier. Oder zumindest das, was so aussieht wie Haare. Hier ist nichts. Okay, dann schau hier rein. Zum Teufel waren das für Dinger? Phantome? Keine Ahnung, aber hier ist es weg.
das, was hier lag. Das ist nicht richtig. Okay. Sind das wir? Irgendwie seltsam. Sind wir ein Geist? Das ist nicht richtig. Okay. Hier ist auch nichts mehr. Sieht die Tür eindeutig. Davon habe ich bereits ein Foto. Und ich glaube, davon hatten wir auch schon so eine Aufnahme gemacht. Oder etwa nicht. Aber da ist definitiv etwas. Ich sollte mir die Aufnahme anhören. Ja, machen wir gleich. Ja, da ist etwas. Vielleicht hilft ein anderer Apparat. Ja, wir wissen's. Aber zuerst sehen wir mal hier. Eine EVP-Aufnahme aus der Halle in Harbor Cottage. Okay, das war laut. Und wer ist Christina? Okay, das wissen wir nicht. Sieht es aus wie immer. Nichts Neues. Können wir jetzt rausgehen? Ja, können wir. Der Brief ist immer noch da. Was ist das? Ich sollte die Einladung des Stationsvorstehers annehmen. Eine mögliche Spur? Mr. Danvers, es heißt, Sie seien eine Art Geisterjäger. Also, ich bin mir sicher, dass es am Bahnhof von Sachsen spukt. Vielleicht ist es sogar eine Poltergeist. Hier fallen nachts immer die alten Fotos von den... Wänden. Ich wollte jetzt Länder... lesen. Von den Wänden. Ich wollte fragen, ob Sie nicht einmal vorbeikommen möchten. Ich lasse die Tür nachts offen, falls Sie eine Untersuchung durchführen möchten. Der Stationsvorsteher, okay. Ich sollte die Einladung des Stationsvorstehers annehmen. Eine mögliche Spur? Ja. Gut. Diese Stadt ist so still wie ein Grab. Okay, hier hinten ist niemand. Da ist die Katze. Ich sollte die Einladung des Stationsvorstehers annehmen. Eine mögliche Spur? Ich wollte doch nur schnell in Tibet. Das ist doch gleich... Was war das? Ich habe etwas gehört. Drei Kronen. Eine Verbindung zu der Legende. Ja, das wissen wir. Aber rein können wir nicht, oder? Das Gebäude ist geschlossen. Ja. Aber da wir jetzt Geisterjäger-Ausrüstung haben, können wir hier ein bisschen sehen.
Ja. Okay, zuerst einmal. Ja. Okay, gewaltige Spuren. Da sind ein paar Leute drauf. Was ist das? Okay. Und jetzt Foto bitte. Schön lächeln. Hupsch, hupsch. Das hat sich verändert. Okay. Da ist jemand. Da. Und da. Das sind neue Leute sonst. Sie auch etwas zu sagen? Da ist definitiv etwas. Ich sollte mir die Aufnahme anhören. Ja, das werden wir gleich machen. Moment. Davon habe ich bereits ein Foto. Wollte nur was sehen. Davon hab ich bereits ein Foto. Okay. Gut, dann hören wir uns mal an, was Sie zu sagen haben. Bizarre Aufnahme vom Foto des Bahnhofspersonals. Ein Zug und undefinierbare Geräusche. Sonst kann ich daraus nichts erkennen. Okay, sonst nichts. Gut, dann gehen wir raus. Der sagt sonst nichts. Wir haben, glaube ich, alles, was man hier machen kann. Jetzt versuchen wir in Tibet zu kommen. Ja, das geht. Also haben wir es vollkommen gemacht, was wir dort machen mussten, hätten machen können. Warum steht der hinterm Tresen? Okay, da ist die Katze, sonst nichts Ungewöhnliches. Okay, rede mit ihm. Guten Abend, Mr. Tawny. Bob, bitte, Junge. Ich bin nicht bei der Arbeit. Sie sagten, Sie könnten mir etwas über Folklore und Handwerk erzählen. In der Tat. Ich kann sogar noch was Besseres. Können Sie? Ja, nehmen Sie das Buch hier. Steht jetzt schon seit Jahren in meinem Regal. Ich dachte, Sie könnten nicht... Ja, das mag sein. Aber es sind tolle Bilder drin. Hier. Ich werde heute Abend mal reinsehen. Schöne Gute-Nacht-Geschichten sind das. Okay. Ich habe mich in der Gegend außerhalb der Stadt umgesehen. Haben Sie? Ich wette, Sie haben den alten Russet getroffen. Den Totengräber? Genau. Aber lassen Sie ihn das nicht hören. Okay, warum mag er das Wort Totengräber nicht, oder warum?
Ich habe die Carwells in Ager House getroffen. Ich habe die Carswells in Ager House getroffen. Still, Junge. Diesen Namen sprechen wir hier nicht aus. Welchen? Carswell oder Ager? Wie gesagt, wir sprechen ihn nicht aus. Also Ager. Einen schönen Abend noch, Mr. Tony. Einen schönen Abend noch, Mr. Tony. Ihnen auch, mein Junge. Holen Sie sich etwas mit. Gut, gut. Okay, schauen wir uns mal das Buch an. Es soll tolle Bilder geben. Aha. Okay, gut. Dann fängt es wieder von vorne an. Ja. Also, liebe Leute, dieses Buch werden wir in der nächsten Folge lesen. Aber für diese Folge ist jetzt Schluss. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.